Moin, Eurobike dritter Tag. Ich bin total im Sack. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Endura, zu Arne. Und dann gucken wir mal, was die so machen. Wow. Hey, Arne. Servus. Na? Ich bin wirklich durch. Okay. Sollen wir uns einfach mal gemütlich hinfletzen? Ich habe eine kleine Decke mitgebracht. Mach, ich bin auch durch. Dann fass mal an hier. Ah! Also Endura war ja ursprünglich rein, also ihr habt es nur auf der Insel vertrieben. Und wie habt ihr dann den Sprung geschafft aufs Festland? Also du kannst uns Produkte tatsächlich überall kaufen. Ja, wir sind, wie es so schön heißt, born in Scotland, ridden around the world. Und seit 5 Jahren machen wir Endura halt in Deutschland im Direktvertrieb. Weil auch in Deutschland regnet es. Und da braucht auch Deutschland gute Regenjacken und Regenhosen. Fällt es euch leicht, Partner zu finden, die es schaffen, euer Gefühl, euren Spirit weiter zu kommunizieren? Wir legen auf jeden Fall viel Wert darauf, dass wir sind nur Fahrrad, sind zu 100% Rad. Deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir auch Partner finden, die das genauso leben wollen oder genauso authentisch sind im Radbereich, wie wir es sind. In unserer Firma ist es so, wir haben nicht 5 Weltmeister, die bei uns arbeiten oder ehemalige Weltmeister, aber jeder bei uns fährt Fahrrad. Also ihr sponsert ja auch professionellere Teams und Fahrer. Ja. Ich glaube, einer der bekanntesten ist ja Danny McEske. Wie sieht da so die Zusammenarbeit aus? Sehr partnerschaftlich, sehr freundlich. Danny ist Schotte, wir sind eine schottische Firma. Und Schotten haben auch einen ausgeprägten Lokalpatriotismus. Das passt zusammen. Ja, und natürlich, wenn du so jemanden hast, der professionell Mountainbike fährt, ist es natürlich ganz klar, der sagt dir auch im Endeffekt, das will ich und das will ich nicht. Und viel größer ist der Input nochmal, weil es nochmal viel spezieller ist im Rennradbereich durch das Team Movistar. Da kriegen wir ganz, ganz viel Input, der in den Rennradbereich auch noch mit reinkommt. Mhm. Ja. Wir wollen kein Shishi, wir wollen kein fancy Stuff, sondern wir sollen Sachen, die funktionieren, die du fürs Radfahren brauchst. Und das schaffst du nur mit Leuten, die professionell fahren. Hey Arne, geht's eigentlich noch? Was läuft denn hier? Geh mal arbeiten. Sollen wir reingehen? Uns ein paar Sachen angucken? Gehen wir rein. In diesem Jahr haben wir eine Menge neu gemacht. Ich glaube, ich zeige dir mal unsere stärkst verkaufte Hose, weil die haben wir nämlich auch neu gemacht. Da oben steht Humvee The Revival. Die Hose gibt es, glaube ich, seit 5 oder 6 Jahren. War dann irgendwann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber man kann manchmal dann irgendwie Details dann doch verändern. Und die ist mega robust, die Hose. Ja. Mountainbiken in Schottland heißt immer, es ist auch sehr, sehr raues Gelände. Ja. Ja, du hast auf den Trails immer so kleine Steine, die sind dann zwischen Sattel und Hose, machen eventuell die Hose recht schnell kaputt. Und es geht vor allen Dingen damit los, dass du auf der Innenseite hier so ein durchgehendes Panel hast, damit du im Schritt also keine Nähte hast. Du hast riesengroße Taschen hinten drin. Für die GPS-Verweigerer ist die so groß, dass du auch noch eine Landkarte reinstecken kannst. Ja. Es gibt die Humvee dann auch noch als Humvee Light. Halt aus einem extremst leichten Material für so Temperaturen wie jetzt. Legt ihr Wert auf einen fairen Preis? Nicht nur auf einen fairen Preis. Wir versuchen generell fair zu sein. Wir halten nichts davon, irgendwelche Sachen künstlich überteuert zu machen, zu reduzierten Preisen zu verkaufen, sondern wir hätten tatsächlich gerne, dass der Kunde etwas für sein Geld kriegt. Ist nicht so, dass wir jetzt nur schwarz-weiß können. Limited ist eine Linie, die produzieren wir einmal und wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja, das ist jetzt zum Beispiel die Kombi, wie sie Danny McEske in seinem nächsten Video wohl tragen wird. Das ist jetzt die MT500 Spray Baggy, wie es sie nächstes Jahr geben wird. Die Hose ist hinten komplett wasserdicht und vorne ein ganz, ganz leichtes Material, das du ausschützen kannst. Ja. Das heißt, die ziehst du nicht an, wenn es regnet, sondern wenn es geregnet hat. Es gibt aber natürlich auch für Schottland und für Deutschland in diesem Sommer gibt es eine MT500 auch als kurze Regenhose in Komplettdicht. Es ist eine Überhose, die aber gleichzeitig auch trotz allem Klickfast kompatibel ist. Also du könntest auch eine Innenhose mit reinklicken. Aber es ist tatsächlich so, dass da nicht irgendein Produktentwickler dasteht und dann sagt, ich entscheide das jetzt so, sondern da wird schon auch im Team und in der ganzen Mannschaft gefragt, was haltet ihr davon, wollen wir das so machen, wollen wir das nicht machen. Und das ist, glaube ich, eine unserer Stärken. Du, ich könnte jetzt noch stundenlang was erzählen. Aber lass es rausgehen, Espresso trinken. Alles klar. Du siehst immer noch müde aus. Ein bisschen. Machen wir. Ja.